die gleiche Position, gerade einmal im Stehen und jetzt im Sitzen. Okay. Achtet darauf, dass die Wirbelsäule nicht übergerade ist, ein bisschen lockerer, Bernd. Ja, die Hände ein bisschen tiefer. Gut. Offenheit. Und spürt die tiefen, entspannten Schultern. Spürt die entspannten Arme. Und spürt die Hände, die Finger. Vor allen Dingen die Handinnenflächen. So, dann könnt ihr mal versuchen, vielleicht noch die Positionierung der Beine, der Füße zu verändern. Ich habe jetzt die Knie ein bisschen enger zusammengenommen, die Idee. Warum? Weil wir, bleibt so sitzen. Gut. So, ich weiß nicht, in welcher Energieempfindung ihr seid. Ob sie schwach ist, ob sie stark ist, ob sie mittelprächtig ist, ob sie gar nicht vorhanden ist, ob sie extrem vorhanden ist. Jedenfalls sage ich einfach mal, lasst jetzt den Faden des Fühlens erhalten bleiben, indem ihr ganz langsam die Hände außerhalb der Oberschenkel senkt, bis die Arme ganz locker runterhängen, aber ganz langsam. Gut. Und ganz locker die Arme. Bleibt mit der Wahrnehmung in den Händen und bleibt mit der Wahrnehmung zwischen den Händen. Stellt euch vor, ihr sitzt auf einem großen Ball, der ist voller Luft, der ist aufgepustet. Und der Ball, der pulsiert, der wabert. Und drückt ihn mal ein bisschen sanft zusammen und lasst ihn wieder größer werden. Und denkt mal an die Wirbelsäule. Wie fühlt sich die Wirbelsäule wohl? Wenn der Stock steif gerade sitzt, wenn ihr zusammengefallen sitzt, wenn ihr einfach natürlich sitzt. Gut, so jetzt gehen wir wieder langsam in die alte Position zurück. Langsam die Unterarme anwinkeln. So als ob die Sonne aufgeht. Jetzt ist sie am Horizont. So, jetzt mal ganz langsam, dreimal verkleinern. Die Finger werden dabei ein bisschen gestreckt. Schaut, wie ich das mache. So, und wenn er jetzt auseinander geht, lasst er die Hände locker und die Finger locker. So, wenn ihr etwa hier seid, dann macht er ein kleines Päuschen. Ganz locker lassen. Achtet darauf, dass die Schultern tief und entspannt sind. So, und dann gehen wir wieder nach innen. Erstmal die Finger ein bisschen straffen. Gut, locker lassen, die Finger locker, ja, gut. Gut, locker, Schultern tief und entspannt, Arme entspannt, Finger locker.
Stellt euch vor, das trägt sich alles von selbst. Ihr braucht gar nichts zu machen. So, jetzt nochmal die Finger etwas straffen und aufeinander zugehen. Gut, so bleiben wir mal. So, jetzt werden wir das, was wir da halten, kippen. Und zwar so, dass die linke Hand nach oben kommt und die rechte Hand nach unten. Gut. So, jetzt schaut mal, jetzt fange ich mal an zu kreisen und schaut mir auf die obere Hand. Ich schieb die obere Hand nach rechts. Ich schieb die obere Hand nach vorn. Ich schieb die obere Hand nach unten, nach links. Zurück, ganz locker. Zur Mitte, nach rechts. So, und jetzt fange ich mit der unteren Hand an, genauso zu kreisen. Das heißt, beide Hände kreisen im Uhrzeigersinn, im Gegenuhrzeigersinn. Beide Hände kreisen. Wenn ich jetzt von oben drauf schaue, im Gegenuhrzeigersinn. Und wenn die linke Hand auf der 9 ist, ist die rechte Hand auf der 3. Wenn die linke Hand auf der 6 ist, ist die rechte Hand auf der 12. Wenn die rechte Hand auf der 9 ist, ist die linke Hand auf der 3.